Okay, Leute, es ist ernst. Wir müssen etwas gegen die Inflation tun. Niemand geht nach Hause, bevor wir das Problem nicht gelöst haben. Wir könnten den Leitzins erhöhen. Alles klar, Leute, Feierabend. Ganz so einfach wird das bei der Europäischen Zentralbank wohl nicht abgelaufen sein. Ich bin Richie und ich erkläre dir, was der Leitzins ist und wie er bei der Bekämpfung gegen die Inflation helfen soll. In Europa ist die Europäische Zentralbank die Währungshüterin. Sie verwaltet zum Beispiel die Geldreserven der einzelnen EU-Länder und entscheidet über die Geldpolitik der Währungsunion. Kurz gesagt steuert sie, wie viel Geld im Umlauf ist, wie teuer Kredite vergeben werden und wie hoch die Zinsen sind. Das heißt aber nicht, dass jeder einzelne Kredit in der EU auch von der EZB bewilligt wird. Die Hauptaufgabe der EZB ist es, die Kaufkraft des Euros zu erhalten. Sie soll dafür sorgen, dass der Euro immer ungefähr gleich viel wert ist. Man spricht hier von Preisstabilität. Dafür hat sie verschiedene Werkzeuge. Ihr mächtigstes ist der Leitzins. Deshalb ist der Vorschlag auch nicht verkehrt. Allerdings geht die Veränderung nicht von heute auf morgen. Erstmal musst du verstehen, wie das Verhältnis zwischen der EZB und den einzelnen Finanzinstituten ist. Lass mal ein Like da, wenn du manchmal bei Finanzthemen auch den Überblick verlierst. Banken und Sparkassen leihen sich Geld für Kredite oder Geschäfte bei der EZB. Und das zu einem bestimmten Zinssatz, dem Leitzins. Die Banken und Sparkassen vergeben dann wiederum Kredite an Menschen wie dich und mich. Um ihre Kosten zu decken, schlagen sie auf dem Zinssatz der EZB noch etwas drauf. Ist der Leitzins niedrig, bekommen alle günstige Kredite. Ist der Leitzins hoch, kosten Kredite mehr. So kann der Leitzins die Wirtschaft entweder ankurbeln oder bremsen. Und was hat das jetzt damit zu tun, dass mein Haferdrink immer teurer wird? Ganz einfach. Wenn du und ich günstig Geld leihen können, können wir auch mehr ausgeben. Wir kaufen also mehr, es kommt mehr Geld in den Umlauf und die Nachfrage steigt. Dadurch wird die Wirtschaft angekurbelt und die Preise werden höher. Wir haben also eine leichte Inflation. Etwa 2% pro Jahr wünscht sich die EZB, damit die Wirtschaft wächst. Ist die Nachfrage aber zu groß und die Preise steigen zu sehr, erhöht die EZB den Leitzins. Auch wenn dann das Angebot deutlich sinkt, kann das zu höheren Preisen führen. Und auch dann kann die EZB den Leitzins erhöhen. In so einer Situation befinden wir uns im Jahr 2022, was Öl und Gas angeht. Jetzt überlegen sich Menschen zweimal, ob sie einen Kredit aufnehmen, weil die ganz schön teuer werden können. Und du merkst ja selbst, dass Preise teurer werden und wir daher weniger einkaufen. Also ist weniger Geld im Umlauf, die Nachfrage sinkt und somit auch die Preise, zumindest nach einiger Zeit. Jahrelang hatte die EZB eine Nullzinspolitik. Der Leitzins lag also nah an der Null. Im Jahr 2022 wurde er dann zum ersten Mal wieder deutlicher angehoben. Im Oktober 2022 stand der Leitzins bei 2%. Experten und Expertinnen erwarten, dass dieser sogar noch steigen wird. Heißt, bis die Inflation sinkt, dauert es noch länger. Gut möglich. Einige Auswirkungen sind direkt spürbar. Zum Beispiel bieten viele Geldhäuser jetzt wieder Zinsen auf Tagesgeld- und Festgeldkonten. Gleichzeitig sind Raten bei Krediten gestiegen. Hast du deinen Kredit früher zum Beispiel mit 50 Euro monatlich getilgt, sind es jetzt vielleicht sogar 60 Euro oder mehr. Das kommt darauf an, ob du eine Laufzeitbindung hast, beziehungsweise einen Altkredit oder einen neu abgeschlossenen. Bringt der Leitzins dann überhaupt was für mein Problem? Der Leitzins ist ein langsames Werkzeug. Es dauert, bis sich die Veränderung auswirkt. Allerdings hängt die Inflation insgesamt deutlich mit den Preisen für Rohstoffe zusammen. Durch die aktuelle politische Lage sind Gas und Öl knapp und somit teuer. Darauf hat der Leitzins aber keinen Einfluss. Er bleibt aber langfristig ein wichtiges Werkzeug, um Stabilität in der Wirtschaft zu gewährleisten. Aber du solltest jetzt nicht verzweifeln. Wie du trotz der Inflation mehr Geld auf dem Konto hast und deine Anlagen schützen kannst, erkläre ich dir in dem nächsten Video. Damit bin ich raus. Ciao.